Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Wir sollen hier hoch mit natürlich. Die Spartaner mögen vor unseren Mauern stehen, doch wir müssen zusammenhalten für den Ruhm Athens. Für deinen Ruhm. Freunde, bitte. Nur weil die Spartaner vor unseren Mauern stehen, müssen wir uns nicht wie sie aufführen. Eine gute Ernte. Zu schade, dass Sparta unsere Felder niederbrannte. Der Parthenon ist prachtvoll, Perikles. Aber zu welchem Preis? Wie viele Trieren hätten wir stattdessen bauen können? Wir dürfen uns nicht entzweien. Es gibt bereits zwei Lager. Und Sparta gewinnt. Handle, Perikles, oder ich werde es. Ach, gut. Du bist da. Es ist schlimmer, als ich annahm. Kleon hetzt die Meute auf. Wir müssen los. Wohin? Zu Perikles. Hey. Bleib zurück. Sie ist keine Gefahr für Perikles. Das versichere ich. Ah, Herodotos. Schon gut. Lass sie durch. Schön, dich wiederzusehen, Perikles. Ich freue mich auch. Ich wünschte, die Umstände wären angenehmer. Und wer ist das? Kassandra. Willkommen, Kassandra. Und? Wie ist dein erster Eindruck von Athen? Du warst gut. Du hast sehr viel Gutes getan. Es ist leicht, gute Taten zu vergessen, wenn schwere Zeiten anbrechen. Perikles, wir sind hier um... Wir müssen den rechten Moment abpassen und privat mit ihm sprechen. Gut. Wir haben ein dringendes Anliegen. Das haben doch alle. Ich sagte Kassandra, dass du sie vielleicht zu deinem Symposium einlädst. Du bittest mich, das Athenervolk auszuschließen, um eine Fremde einzuladen? Und die Meute? Die braucht nicht noch einen Grund, mich zu hassen. Wenn sie für dich arbeitet, nimmt das neugierige Auge sie vielleicht als Dienerin wahr. Ich bin niemandes Dienerin. Kassandra, dies ist Athen. Wenn du etwas willst, musst du manchmal eine Rolle spielen. Und was genau ist es, was du willst? Wir alle wollen etwas. Ich suche nach wem. Ich suche nach einer Frau, die mir sehr wichtig ist. Herodotos sagte, ein Symposium sei der richtige Ort, um Informationen zu sammeln. Damit hat er recht. Ich kann dich einladen, aber ich kann nicht versprechen, dass du deine Informationen bekommst. Sag mir, was ich tun muss. Sieh zuerst nach meinem Freund Metiochos. Er sollte mich heute treffen und es sieht ihm nicht ähnlich, mich zu versetzen. Gut. Mein Freund Phidias muss so schnell wie möglich aus der Stadt gebracht werden. Sonst noch etwas? Ja, ein Scherbengericht steht an und dafür könnte ich deine Einflussnahme gebrauchen. Na schön. Metiochos. Du sagtest, er sei ein Freund? Ein Politiker und Verbündeter. Und einer meiner treuesten Freunde. Phidias? Der berühmte Bildhauer? Was hat er denn getan? Er wird verschiedener Vergehen angeklagt und erwartet sein Verfahren. Du findest ihn gut bewacht in seiner Werkstatt. Scherbengericht? Der Begriff Exil ist dir vielleicht geläufiger. Hier in Athen stimmen wir darüber ab, wer von zwei Personen gehen muss. Es geht um den Sophisten Anaxagoras und einen anderen. Der Vorwurf lautet Gottlosigkeit. Mein Kontakt bei der Agora kann dir mehr sagen. Na schön. Wird erledigt. Ich erwarte äußerste Diskretion. Das lief gut. Es ist nicht direkt eine Einladung, aber die Aussicht auf eine ist auch etwas wert. Wie der Typ auch wenn da guckt. Vorher sicher Aspasia um Erlaubnis fragt.
Solange ich sie bekomme. Herzlichen Glückwunsch. Das kann ja lustig sein. Fliegerschaden. Moment, da war noch was. Quests? Warte, erst der Söldner hier. Den haben wir gefunden. Das ist, machen wir es, das ist in der Nähe. Chere Freundin, ich sah dich mit meinem Vertrauten sprechen, Perikles. Es sah aber gar nicht so aus, als wärt ihr beiden sonderlich vertraut. Das ist nur Politik. Perikles ist ein guter Mann, ein feiner Mann. Nur nicht der richtige Mann. Da habe ich was anderes gehört. Aus wessen Mund? Seinem? Politiker lügen. Perikles wurde von den Menschen gewählt. Politiker lügen. Ich habe euch beide reden hören. Du riskierst Menschenleben, als wäre das alles ein Spiel. Politik ist ein Spiel. Und zwar mit hohen Einsätzen. Ich spiele für das Volk, während Perikles um die Macht spielt. In der Politik dreht sich alles um Macht. In der Politik dreht sich alles um die Menschen. Schön wär's. Wir alle spielen um Macht. Es geht darum, wie man sie einsetzt. Wohl wahr, aber wir haben einen gefährlich schwachen Anführer. Diese Zeiten erfordern Stärke. Willst du irgendwas von mir oder willst du mir nur eine Lektion über die Feinheiten der Demokratie erteilen? Perikles veranstaltet Feste für die Reichen und Mächtigen, während wir belagert werden. Ich will, dass das Volk wieder die Macht übernimmt. Du könntest mir helfen. Ich weiter. Wie könnte ich dir helfen? Hilf Athen, nicht mir. Die Spartaner stehen vor den Mauern der Stadt. Das wissen wir. Richte Chaos unter ihnen an. Lass sie so leiden, wie wir leiden. Denk darüber nach. Wirst du meinen Auftrag annehmen und den Spartanern zeigen, dass wir noch nicht besiegt sind? Ja, okay. Ich habe kein Problem damit, Spartaner zu töten. Gut. Töte Nabis, ihren Befehlshaber, zerstöre ihre Vorräte und bringe mir einen Beweis für deine Taten. Zeig ihnen, dass wir noch Zähne haben. Das werde ich tun. Glaub mir, das ist eine große Chance für dich. Machen wir für das Volk, jawohl. Alles für das Volk. Huch. Na gut, auf geht's. Entschuldigung. Ja. Mal gucken, dass wir da schnellstmöglich auch hinkommen. Dann schlagen wir jetzt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Hier haben wir auch noch eine Quest irgendwo. Wo denn? Egal. Eins nach dem anderen, will ich jetzt mal. Eins nach dem anderen. Nett, dass sie hier so ein Tuch drüber gespannt haben. Hihihi. Vorsicht, das hat schon Risse. Und zack. So. Ich mache mich unsichtbar. Hä? Egal. Weiter. Vorräte.
Huch. Abgerutscht. Der ist mal schön vom Tor vorne weggeluckt. Was war das? Ein Windows-Störsound. Toll. So. Ich habe gerade eine Fehlermeldung gekriegt. Das ganze Spiel ist abgestürzt. Da, die Vorräte. Aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach hier weiter. Ich weiß nicht genau, ich glaube, wir waren eigentlich da oben drauf, aber egal, wir machen das jetzt mal von hier wieder. Ja, sehr schön. Also das war, keine Ahnung. Vor allem die Fehlermeldung war genial. Laut Fehlermeldung hat mein PC zu wenig Arbeitsspeicher. Und da bin ich mir zu 100% sicher, dass das nicht stimmt. Vor allem, dass die dann jetzt erst kommt, ist ja auch so... Naja. Also, Schätze plündern, Gefangene befreien. Gucken, ob wir auf den Turm kommen, ohne gesehen zu werden. Dachte und setzt sich hin. Wer war das? Natürlich sehe ich mich direkt wieder mit allen an, ne? Komm schon. Ui.
Wenn wir einmal gucken, kann ich während der Schlacht. Warte mal, welcher war denn das? Das hier? Genau. Jawohl, kann ich während dem. Zack. Einfach mal eben. Fließt noch Blut in deinen Körper. Komm, geh weg, ey. Oh Gott, den halt. Autsch. Das war wohl nichts. Naja, nochmal. So, wo sind wir denn jetzt? Ach komm. Na schön, also. Ich mach mich unsichtbar. Also wie er davor speichert. Aber keine Ahnung, manchmal sind die Speicherung, die er automatisch setzt, etwas merkwürdig. Was willst du denn? Das ist ja erstmal so ein Wolf. Schön, dann probieren wir es jetzt mal anders. Wow. Ist noch gefesselt, okay. Lalala. Die Athener sitzen feige in ihren Häusern. Sie kommen nicht mehr, um zu kämpfen. Oh Gott! Zack! Oh. Ah ja, den kann ich ja nicht blocken. Ups.
Natürlich. So, dann kann ich hätte den Kettenangriff draus machen können. So, okay. Was muss ich denn noch machen? Plätze plündern, die Typen mal töten. Okay, herzlichen Glückwunsch. Was haben wir da unten? Ich treffe den von hier nicht. Verteidigt. Ist da drüben jemand? Ich sehe dich! Jawohl! Wow. Komm schon auf. Zack. Mist. Da. Wieso ist die da jetzt wieder nicht gerollt? Ha, ey, was? Wieso? Wieso, verdammt nochmal? Wieder das Problem mit dem Blocken. Ich glaub's einfach nicht. Und auch wieder mit dem Ausweichen. Das kann doch nicht sein. Mann. Das ist ein Scheiß normal. Und nochmal, natürlich. Ich habe auch vergessen, davor zu speichern. Der Wolf hat mich abgelenkt.
Okay, nicht getroffen. Und nochmal. Da, die Vorräte. Aber jetzt sind die sind alle immer woanders, ja? Sind das da? Oh, okay. Niemand darf mich entdecken. Hören wir mal, vielleicht ja doch. Wir finden sie. Sie kann uns nicht ewig ausweichen. Wieso? Das sind ganz schön viele. Die nächsten Vorräte sind da. Alter, dass er trotzdem immer noch wieder trifft. Nee, glaube ich, das glaube ich jetzt nicht. Alter.
Okay, das war jetzt. Huiuiui, Doppelblock. Hallo? Hast sogar deinen eigenen Mann umgebracht, ne? Bam. Meine Güte. Leute. Natürlich, ist ja nicht so, dass ich... Ach du Scheiße, sind das viele. Weich doch... Boah. Wo war es denn? Ist das hier? Ja. Zack. Ach komm, das ist bescheuert. Doch. Heute aber jetzt schon, meine Güte. Okay, Freunde, der Part ist vorbei. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen hier einfach beim nächsten Mal weiter. Für heute sollte es gewesen sein. Und ich sage erstmal bis dann und ciao.